Moin, ich freue mich, Sie heute ganz herzlich hier aus Wilhelmshaven zu begrüßen, samt Atompilz. Lassen Sie uns einmal die Perspektive wechseln. Gut, was haben wir also hier? Ich habe gerade schon gesagt, wir befinden uns hier in Wilhelmshaven und tatsächlich, das ist halt auch das Hafengebiet von Wilhelmshaven. Hier ist das Deutsche Marinemuseum für alle, die uns noch nicht besucht haben. Die bekannte Kaiser-Wilhelm-Brücke, die leider in diesem Modell etwas gelitten hat. Hier hinten haben wir die Wiesbaden-Brücke, Marinearsenal, die Einfahrten, am berühmtesten die vierte Einfahrt. Und hier haben wir den Marinestützpunkt Heppen-Sagroden, der auch noch, wenn Sie hier weiter hochlaufen, dann kommen Sie irgendwann beim Jade-Weser-Port an. Und natürlich auch ausschlaggebend hier die Nordwest-Pipeline mit dem riesigen Tanklager. In dieser Darstellung sind das ungefähr 300.000 Kubikmeter Öl, also ungefähr genug, um 120 olympische Schwimmbäder zu füllen. Und ich würde mal sagen, das, was zuerst ins Auge sticht, ist natürlich der Atompilz. Also, dieses Modell, was wir hier haben, besteht aus, ich würde sagen, ungefähr vier Teilen. Wir haben hier zwei relativ offensichtliche Platten, die sind ungefähr 2,30 Meter lang, sind hier an der Seite zusammengebunden. Wie Sie auch sehen, mussten wir das etwas aufbocken, damit das klappt. Dann haben wir natürlich ganz offensichtlich hier eine Atombombe bzw. den Atompilz mit den dazugehörigen Wirkungsradien, die Sie hier mit diesen gelben Strichen sehen. Dazu gibt es auch Leuchtdioden, die kann man an einem separaten Stehpult sozusagen an- und ausmachen, um eben diese Kreise nochmal zu verdeutlichen. Das dazugehörige Stehpult haben wir auch bei uns im Bestand, aber das würden wir jetzt hier gerade nicht demonstrieren, weil da müsste definitiv nochmal vorher ein Elektriker ran. Aber das ist tatsächlich auch bei uns im Bestand und vielleicht können wir das eventuell mal restaurieren und dann würde auch diese Originalfunktion wieder hier zu tätigen sein. Auf den ersten Blick kann man sich jetzt natürlich fragen, okay, cooles Modell, aber ein bisschen skurril ist es ja irgendwie schon. Aber wir haben halt auch den Überlieferungskontext dazu und dadurch gewinnt dieses Exponat für uns massiv an musealem Wert. Und zwar kommt das Modell aus der ABC-Schule der Bundeswehr in Sonthofen. ABC, das steht für Atomar, Biologisch und Chemische Waffen. Die klassische Atombombe, wenn wir jetzt zu den A-Waffen kommen, konnte auf ganz verschiedene Art und Weise eingesetzt werden. Also ob das jetzt mit einem Flugkörper oder als Mine verwacht wurde, also da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Kommen wir zu den biologischen Waffen, den B-Waffen. Da ist beispielsweise Milzbrand oder die Pocken sind sehr bekannt. Bei den chemischen Waffen, also C, ist ja unter anderem Senfgas auch sehr bekannt dafür, dass es im Ersten Weltkrieg eingesetzt mit verheerenden Folgen. Und insgesamt kann man sagen, B- und C-Waffen werden vor allem als Aerosole oder in Gasform eingesetzt. Dieses Lehrmodell wurde ja eben in der ABC-Schule Sonthofen eingesetzt und wurde dort zur Vermittlung für Mitglieder aller Teilstreitkräfte genutzt. Also wir sprechen hier von ungefähr den 1960er Jahren, also der Zeit des Kalten Krieges. Wenn Sie mal Einblicke in so eine Lehrübung quasi haben wollen, gibt es auch Lehrfilme aus der Zeit, die auch in Sonthofen gedreht wurden. Da verlinken wir Ihnen jetzt mal einen aus 1958. Besonders aufregend für uns als Museumsteam ist dieses Objekt, weil es uns eben die Möglichkeit gibt, Leuten vor Augen zu führen, dass der Kalte Krieg, wo wir ihn heute als so etwas Kühles, Abgeschlossenes, wo offensichtlich nichts passiert ist, sozusagen wahrnehmen, dass man zeigen kann, dass es damals natürlich nicht klar war. Also man wusste nicht, inwiefern dieser Konflikt zwischen Ost und West eskalieren kann und das hat halt reale Folgen und das zeigt beispielsweise dieses Modell. Man muss dazu sagen, der Kalte Krieg ist natürlich auch heiß geworden. Also es gab definitiv Phasen, wo man dieses Bild, wenn man sagt, ja, Kalter Krieg, nee, es ist eben halt auch zur aktiven Konfrontation gekommen, beispielsweise in Vietnam, Korea und Afghanistan. In dem sogenannten Ost-West-Konflikt denken natürlich alle an USA und Sowjetunion, also an den Westen und den Osten, an diese zwei Supermächte, an die bipolare Welt. Aber, wie gerade eben die genannten Beispiele schon zeigen, auch andere Länder sind damit involviert, unter anderem eben auch Deutschland, wo man sagen muss, zu dieser Zeitpunkt auch geteiltes Deutschland. Also haben wir an unserem Beispiel für die Teilstreitkraft Marine natürlich die Bundesmarine, also der Bundesrepublik Deutschland, und die Volksmarine der DDR. Und dementsprechend ist halt diese Idee einer bipolaren Welt in Ordnung. Aber man muss halt dazu sagen, natürlich sind auch andere Länder involviert. Und dieses Beispiel, weil das ist ja ein Lehrmodell der Bundeswehr, zeigt das eben auch nochmal ganz schön. Prägend für die Strategien des Kalten Krieges
ist halt wirklich das Atomare, also das ANABC. Deswegen ist ja auch dieses Modell für uns so wichtig. Und zwar war es halt zu Beginn so, dass die NATO bzw. die USA und ihre Bündnispartner das Prinzip, die Doktrin der Massive Retaliation verfolgt haben. Damit konnten auch kleinste Auseinandersetzungen sich sehr schnell hochschaukeln und sozusagen nukleare Folgen mit sich bringen. In den 1960er Jahren wandelt sich das dann zu Flexible Response. Und in dieser Zeit ist es so, ja, es gibt natürlich trotzdem noch die Möglichkeit, dass es sich hochschaukelt, aber es gibt keine vorformulierten Konsequenzen. Das heißt, man kann eben flexibel auf die Situation angehen und die Reaktion daran anpassen. Doch keine Seite wollte eben das Atomare fallen lassen. Dafür war es zu wichtig und man konnte sich nicht auf eine Deeskalation einigen. Dies verdeutlicht sehr schön eine NATO-Richtlinie von 1967. Da lese ich Ihnen jetzt eine Passage daraus vor. The Soviets will continue to support their objectives from a position of impressive military strength based on nuclear, massive conventional, chemical and possibly biological capabilities. Man rechnete also ganz klar damit, dass ABC-Waffen eingesetzt werden sollten und deswegen kamen Lehrstellen oder Schulen wie die ABC-Schule in Sonthofen eben auch so eine wichtige Rolle zu. Darüber hinaus heißt es im selben Bericht, wenn wir uns nochmal der Marine speziell zuwenden, The Soviet Union, as a major and still growing world sea power, will deploy its maritime forces worldwide on an increasing scale. Im Kontext des Modells können wir daher auch nochmal sagen, wenn wir die Marineangehörigen in den Blick nehmen, konnte das extrem gut dazu genutzt werden, ihnen vor Augen zu führen, was jetzt die tatsächlichen Konsequenzen dieses Ost-West-Konflikts eben waren und was für sie eben persönlich auch die Auswirkungen sein könnten. Es ist auch sehr spannend, weil wir eben wissen, dieses Modell kann halt eben zur Vermittlung, zur Veranschaulichung und eventuell zur Steigerung der Motivation der Soldaten genutzt worden sein. Aber wir wissen auch nicht, inwiefern ideologische Inhalte damit verknüpft wurden. Das heißt, es kann sein, dass die Ausbilder gesagt haben, ja, hier, daran erkennen wir diese und jene physischen Auswirkungen der Atombombe. Aber zeitgleich könnte es eben auch sein, dass man das genutzt hat, um die Doktrin der westlichen Kultur nochmal zu verfestigen. Und jetzt nochmal zurück zu den direkten Auswirkungen auf die Marineangehörige. Ich glaube, dafür brauchen wir ein Close-up. Wie wir vorhin gesehen haben, ist der Atompilz ja wirklich in unmittelbarer Nähe zum Marinestützpunkt hier abgebildet. Im Kriegsfall wäre es die Aufgabe der Bundesmarine gewesen, rauszufahren und die Ostseezugänge für die NATO zu sichern. In einem solchen Szenario, also in dem Fall, dass eine Atombombe wirklich auf Wilhelmshaven abgeworfen wäre, da wäre natürlich auch die Bevölkerung chancenlos gewesen. Wir können also schließen, dass dieses Szenario, was zum Glück nie eingetreten ist, nur für Vermittlungs- und Lehrzwecke in der ABC-Schule eingesetzt wurde, auch wenn uns natürlich Atomwaffen bis heute politisch und militärisch begleiten. Im Jahr 2020 wurden wir von der Bundeswehr in Sonthofen angerufen. Es hieß, dieses Modell wäre schon länger nicht mehr im Einsatz gewesen und tatsächlich wäre daran kein Bedarf mehr. Da haben wir uns natürlich sehr gefreut, dass man an uns gedacht hat und wir eben das Modell und als neues Objekt für unsere Sammlung gewinnen können und eventuell auch irgendwann mal ausstellen dürfen. Bevor wir uns verabschieden, möchte ich Ihnen aber noch mal genauer den Atompilz tatsächlich noch mal zeigen. Dafür brauche ich noch Handschuhe. So. Wenn wir uns diesen Atompilz anschauen, dann sieht man ganz gut, dass er viel gebraucht wurde. Wenn man das mit dem Originalfoto vergleicht, sieht man natürlich auch, dass ein ganzes Stück davon fehlt. Das zeigt aber unter anderem eben, wie viel er genutzt wurde und eben, dass Objekte auch gelagert werden. Also der wurde ja nicht seit den 1960er Jahren durchgängig verwendet, sondern ist dann natürlich auch noch in Lagerung gekommen. Und da ist es halt oft so, dass Einzelteile, Objekte dann sozusagen untergehen. Und dementsprechend sind wir froh, dass wir ihn noch haben. Aber ich glaube, etwas Restaurationsbedarf ist auch noch vorhanden. Das war's für unsere heutige Folge im Fokus. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Wenn Sie mehr solche Inhalte haben wollen, dann abonnieren Sie unseren Kanal, drücken Sie die Glocke. Wir freuen uns natürlich über jegliche Rückmeldung, sei das über unsere anderen Social-Media-Kanäle oder unten im Kommentar. Tschüss!